Ich bin ein Schwein! Eine Kugel. Das heißt bestimmt die nächste Gestalt. So, ein Frosch. Vielleicht küsst dich ja bald eine Prinzessin. Das hast du dir doch immer gewünscht. Aber wie willst du hier rauskommen? Du bist zu schwer. Ich kann dich nicht tragen. Moment, ich habe eine Idee. Ich habe mich doch in einer Schlange verwandelt und dann... Dafür war der Bogen. Wow! Diese Zunge solltest du wirklich so oft wie möglich einsetzen. Jetzt wäre zum Beispiel eine gute Gelegenheit dafür. Versuche den Hebel über der Tür zu erreichen. Ich würde es selbst tun, aber ich will deine neue Fähigkeit unbedingt in Aktionen erleben. Große Kugel des Frosches. Du kannst dich jetzt in einen tapferen Froschkrieger verwandeln. Drücke Y, um mit deiner kräftigen Zunge Schwungringe und Schleudern zu greifen. Die ist auch gut geeignet, um Gegner zu bekämpfen. Oh. Boah. Das ist so cool, Jin. Das wird man ja neidisch. Viel Glück weiterhin. Jetzt sind wir schon wieder zum Dorf zurück, ne? Ja. Jetzt könnten wir aber die Sachen kaufen. Wir haben ja jetzt den Frosch. Weil mit dem Frosch... Wo war denn der Laden? Da, ne? Bei diesem gelben Ding. Okay, was haben wir hier? Okay, wir können keine Arschattacke machen. Wie kommt man da runter? Oh, hier sehen wir übrigens, drei Dinger fehlen noch. Also wir kriegen noch drei Gestalten. Uhu! Warte, ich geh nochmal runter. Ich glaube nämlich, dass da links was ist. Da links. Ja. Aber hier ist nichts. Aber hätte ja sein können. Ein Eisblock. Tschüss, Eisblock. In dem Moment, wo ich ihn mit meiner Zunge treffen wollte, habe ich mir selber schon gesagt, das ist keine gute Idee. Oh. Hilfe. Mit der Schlange das Eis? Mit der Säure? Aber wir können ja nicht nach unten hauen. Das ist ja das Problem. Wir können ja nicht kaputt hauen. Also wir können ja nicht nach unten hauen. Ich hätte jetzt höchstens gedacht mit diesem Gift, aber... Jetzt müssen wir wieder nach oben. Woohoo!
hier spielt man keinen Hasen, dann ist was los. Ich schwöre auf alles. Bin ernsthaft tot gegangen. Ausgang. Rechts. Also, die ist nur empfindlich gegen Schlange. Also, das ist, also dieser Moskito, dieser Eismoskito ist so ein Endgegner. Drei verschiedene Frösche, glaube ich, sind da unten gerade. Oh nein, falsch. Guck mal, man kann ja dieses Ringmenü, ne? Ausmachen. Jetzt kann ich so wechseln und so wechseln. Ich glaube, so ist besser, oder? Als Ringmenü. Ist das besser? Wenn ich das so mache? Purpurne Stiefel! Die heißen Sohlen dieser Stiefel schmelzen Eisblöcke, wenn man über sie geht. Außerdem rutschst du damit nicht mehr auf Eis. So geht das. Mit unseren Eisstiefeln. Wo war nochmal das andere? Links, ne? Hier unten war das. Ja, besser finde ich auch. Als wenn immer dieses Menü, Pausenmenü kommt, ne? Warte, wir brauchen noch so einen Trank. Nochmal. Und jetzt können wir hier einfach rüberlaufen. Hopp, hopp. Waffenladen. Ausgang. Sind wir jetzt hier ganz am Anfang? Tatsache. Ja, was ist das denn für eine Abkürzung? Guck mal, von da ganz hinten, von da. Von da oben. Da hinten. Also von da oben. Ist klar. Ist klar. Mhm. Okay, holen wir das Schwert. Das Ding, das Ding. Vielen Dank. Eingucken. 50% reflektieren, 100%. Ha! Ha! Und schon sind wir direkt geil drauf. Kann man machen, ne?
Schade. Ah, warte. Aber da unten kann man doch mit dem Kopf eigentlich. Warte mal. Hier kann man ja mit dem Kopf irgendwie. Vielleicht mit einer Bombe oder so. Okay, da unten kann man lang und da rechts kann man lang. Also einmal hier. Jetzt. Ich weiß nicht wohin. Okay, alle Wege führen nach Rom. Der jetzt nicht mehr. Goldene Mitte. Oh nein, ich muss die Schuhe ausziehen. Ja, was ist denn hier los? So, wir müssen auf jeden Fall nochmal hoch. Wir müssen das Eis nochmal, so. Weil sonst kommen wir ja gar nicht an die Truhe ran. Nee, das war hier lang. So, Schuhe. Oh nein. Auf ein neues. So, hier, so, dann hier. Nein, jetzt bin ich schon wieder da lang. So, hier. Mittlerweile ist hier gleich alles so verkohlt. So, hier rechts. Jetzt links. Jetzt hier. Hier runter. Jawohl. Da wollte ich hin. Was gibt's hier? Tornado. Du kannst ja zusätzliche Tornados mitführen. Übrigens bin ich seit 4 Stunden live und dampfe gerade das erste Mal, ne? Das sieht aus, als ob man hier das aktivieren müsste. Warum kommen wir denn da jetzt nicht hin? Mit dem Tornado. Dorf Lupia, Totwaldfriedhof. Mal gucken. Totwald?
Nee, da wollen wir noch nicht hin. Da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen erstmal zum Dorf. Hi. Ich bin da. Der Froschprinz. Du hast noch mehr gefunden, lass mal sehen. Super. 13 noch. Und wir haben immer noch kein Lied. Wir haben von alles so, guck mal, hier kurz vor knapp, hier kurz vor knapp. Hallo, Herr Hase. Perfekt. Du hast die Kugel. Aber selbstverständlich, glücklicherweise bin ich da unten nicht erfroren. Ich wette, dass du mit deiner mächtigen Zunge Orte erreichen kannst, die du normalerweise nicht erreichen würdest. Wo ist die nächste Kugel? Hoffentlich an einem wärmeren Ort. Die nächste ist in den verlorenen Tempeln, nordwestlich des Dorfes. Du erreichst sie, indem du die Felder im Westen überquerst, bis du an einem giftigen Teich kommst. Dort kletterst du hoch. Solltest du im Wald landen, hast du den falschen Weg gewählt. Wo sollen wir hin? Da oben ganz. Aber hier bei diesem Wasserfall, guck mal hier. Ne, da ist die Burg. Und da, Wasserfall. Ich meine, hier müssen wir nicht hin, also können wir da hin. Wollt's nur mal gesagt haben. Oh, hier, der Schmied ist jetzt. Oh, hier ist ein neues Schwein. Hallo, ich bin Herr Eisenhauer. Mein Partner und ich haben eine Schmiede in diesem Dorf eröffnet. Die beste im Königreich von Monsterworld. Sieht so aus, als hättest du Ausrüstung, die wir verbessern können. Du willst doch was Besseres, oder? Bring uns die richtigen Rohstoffe, dann machen wir uns an die Arbeit. Ich mag zwar im Moment ein Wildschwein sein, aber ich weiß immer noch, wie man Ausrüstung verbessert. Hast du eine Frage? Hier, nimm diesen Kraftstein als Geschenk. Der geht aufs Haus. Kraftstein. Schmiede verwenden Kraftsteine, um deine Rüstung zu verbessern, damit du ein noch härterer und mächtigerer Krieger wirst. Ich kann dir Informationen geben über Kraftsteine, legendäre Steine, Ausrüstung. Für unser Handwerk verwenden wir hauptsächlich Kraftsteine. Darauf machen wir tolle Verbesserungen für dich. Wenn du also welche findest, bring sie uns. Legendäre Steine sind selten und wertvoll. Aus ihnen machen wir unglaubliche Verbesserungen, die oft mit magischen Eigenschaften einhergehen. Können meine Waffen kaputt gehen? Auf keinen Fall! Wer will denn heutzutage noch schwache Waffen? Deine Ausrüstung besteht nur aus hochwertigen Teilen und geht nie kaputt. Übrigens, wenn du ein komplettes Set trägst und alle Teile voll verbessert sind, erhältst du eine einzigartige Fähigkeit, die selbst wir nicht schmieden können. Ich trage doch eigentlich gerade ein Set, oder nicht? Bonus für komplettes Set. Nee, trage ich nicht. Ich hab gedacht. Guck, wir tragen Purpurstiefel, Purpuruniform, Purpurschild. Was fehlt denn noch? Purpurarmband oder was? Ich glaube, da ist rechts, wo steht gesperrt, ne? Ich glaube, dafür braucht man die Kraftsteine, um das zu entsperren. Guck, da steht ja rechts immer, dass da was gesperrt ist. Auch hier. Ich glaube, das wird mit Kraftsteine entsperrt. Gehen wir mal rein und gucken.
Guck, da lernen wir dann das. Ne, Angriff verstärken, ja. Bald erhältlich. Maximale Stufe, maximale Verteidigung. Verdoppelte magische Munition. Ein aufnehmen, zwei erhalten. Kein Einsinken in Schlamm. Normale Geschwindigkeit. Achso, damit sind wir dann nicht langsamer, okay. Und wenn wir das jetzt verbessern, dann müssen wir noch einen Kraftstein, um das unten zu machen. Ich würde sagen, kein Einsinken in Schlamm.